Wie du dieses falsche Halbpatentmuster stricken kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Dieses Muster sieht aus wie ein ganz normales Halbpatentmuster. Auf der einen Seite siehst du diese Rippen und auf der anderen Seite sind diese breitgezogenen rechten Maschen. Das falsche Halbpatentmuster sieht dem echten zum Verwechseln ähnlich. Falls du das echte Halbpatentmuster noch nie gestrickt hast, verlinke ich dir das Video in der Videobeschreibung. Also schnell deine Stricknadeln und etwas Wolle und stricke gleich mit mir mit. Ich schlage hier 15 Maschen an und erkläre dir dabei gleich weiter. Für das Strickmuster brauche ich eine ungerade Maschenzahl. Theoretisch könnte man das Strickmuster auch mit einer geraden Maschenzahl stricken, aber mit einer ungeraden sieht es etwas harmonischer aus. Mit eingerechnet habe ich hier übrigens auch zwei Randmaschen. Ich stricke hier einen ganz normalen Kettrand. Das bedeutet, dass ich die erste Masche immer rechts verschränkt stricke und die letzte immer nur abhebe. Das Strickmuster besteht übrigens aus zwei Musterreihen, die wir immer abwechselnd wiederholen. Unser Strickmuster hat zwei verschiedene Seiten und du kannst dir hier übrigens wunderbar aussuchen, welche Seite du vorne haben möchtest. Möchtest du diese breiten Maschen vorne haben, beginnst du mit der Reihe mit den falschen Patentmaschen. So werde ich das jetzt stricken. Möchtest du aber lieber dieses Rippmuster vorne haben, dann beginnst du einfach mit der zweiten Reihe. Ich beginne mit meiner ersten Reihe. Die erste Masche ist meine Randmasche, die stricke ich in jeder Reihe rechts verschränkt ab. Wenn du dir mit dieser Masche in der ersten Reihe etwas schwerer tust, dann strick sie einfach ganz normal ab. Das mache ich nämlich hier auch immer. Ab der ersten Reihe geht es dann viel einfacher. Also hier gleich am Anfang eine ganz normale rechte Masche. Ich helfe mir hier immer mit dem Zeigefinger. Ab nun stricke ich immer eine rechte Masche und die nächste Masche hebe ich einfach nur ab. Dabei gebe ich diesen Faden nach vorne, also zu mir hin. So, ich mache das jetzt gleich. Also eine rechte Masche, ganz normal recht stricken. Und die nächste hebe ich einfach nur ab, gebe aber den Faden nach vorne, also zu mir hin und hebe den einfach nur ab. Einstechen und rüberziehen. Faden wieder zurück. Und das wiederhole ich bis zum Ende der Reihe. Eine rechte Masche, dann wieder Faden nach vorne und abheben. Es strickt sich übrigens genauso leicht, wie es jetzt aussieht. Also wenn du dir noch keine Stricknadeln geholt hast, hol sie dir jetzt. Eine rechte, Faden nach vorne, abheben. Eine rechte, Faden nach vorne, abheben. Und hier habe ich noch einmal eine letzte rechte Masche, eine letzte rechte Masche und die Randmasche hebe ich mit dem Faden nach vorne ab. Also die sieht eigentlich genauso aus wie die Patentmaschen, aber auch nur zufällig. Also das ist nicht geplant. Würde ich hier zum Beispiel einen Knötchenrand stricken, würde ich die erste und die letzte Masche recht stricken. Das kannst du dir übrigens aussuchen, wie du es möchtest, den Rand. Und die zweite Reihe ist übrigens auch keine Herausforderung. Hier ist meine Randmasche und die Randmasche stricke ich rechts verschränkt ab. Ich steche eben nicht mehr von links nach rechts ein, sondern von rechts nach links. Hier siehst du es besser und hole mir einfach so den Faden. Das geht übrigens hier auch leichter. Deswegen rechts verschränkt. Ich helfe mir wieder mit dem Zeigefinger. Aber wie gesagt, du kannst hier die Randmaschen auch anders machen. Wenn du die erste und die letzte rechts strickst, kommt ein Knötchenrand raus.
So, und dann kommt immer abwechselnd eine linke Masche und eine rechte Masche. Also eine linke Masche und eine rechte Masche. Eine linke Masche. Und dann kommt eine rechte Masche. Und das mache ich wieder bis zum Ende der Reihe. Eine linke und eine rechte. Eine linke und eine rechte. Linke und eine rechte. Du siehst, in der zweiten Reihe stricke ich jede Masche und in der ersten Reihe wird nur jede zweite gestrickt. Und deswegen sehen die Maschen auch so aus, wie sie aussehen. Hier kommt noch einmal eine rechte. Zum Schluss noch einmal eine linke Masche. Die Randmasche hebe ich mit Faden nach vorne einfach nur ab. Also den Faden wieder zu mir und abheben. Jetzt kommt wieder unsere erste Reihe dran. Ich stricke die Randmasche wieder rechts verschränkt. Und dann abwechselnd eine rechte Masche. Und die nächste hebe ich einfach so mit Faden nach vorne ab. Und so geht das eben Reihe für Reihe, solange du das Muster haben möchtest. Es wechseln sich immer Reihe 1 und 2 ab. Du siehst, das geht ganz schnell. Und gleich zeige ich dir übrigens auch, wie dieses Muster in groß ausschaut. Das schaut am Papier auch einfach aus. In der ersten Reihe stricke ich immer hier eine Randmasche, dann rechts abheben und in der zweiten Reihe immer eine Randmasche, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Du kannst übrigens nicht nur ein falsches Halbpatentmuster stricken, sondern auch ein falsches Vollpatentmuster. Das habe ich dir schon vor langer, langer Zeit einmal gezeigt. Ich verlinke dir das Video in der Videobeschreibung. Das Tolle an den falschen Vollpatentmuster ist übrigens, dass du hier nur rechte Maschen stricken musst. Wenn du nicht gerne linke Maschen strickst, ist das falsche Vollpatentmuster mein Tipp für dich. Vielen Dank, dass du bis hierher eingeschaltet hast. Wenn dir das Video geholfen hat, teile es unbedingt in den sozialen Medien, entweder auf Facebook, Pinterest oder in deinem Blog. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.